Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, heute beim zweiten Teil von meinem Handstand-Special. Letzte Woche haben wir ja mit dem Warm-up angefangen, also ich habe euch ein paar Übungen gezeigt, wie ihr euch am besten für den Handstand aufwärmt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte einmal zum letzten Video springen, die Übungen mitmachen, damit ihr wirklich gut vorbereitet seid und euch nicht verletzt. Denn heute wollen wir uns die Übungen anschauen, die ihr an der Wand machen könnt, einfach um nochmal so ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Strength aufzubauen, um dann wirklich letztendlich irgendwann den Handstand frei üben zu können. Noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Wenn ihr wisst, ihr seid noch nicht so stark und noch nicht so sicher in eurem Handstandtraining, dann bietet es sich an, einfach mit einer zweiten Person zu üben. Holt euch einen Freund, eine Freundin mit dazu, einfach damit ihr euch gegenseitig unterstützen könnt, supporten könnt, dass sich keiner verletzt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand sich verletzt, das auf gar keinen Fall. Und bitte akzeptiert auch eure eigenen körperlichen Grenzen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt an eine Stelle, wo es nicht weitergeht, dann macht da Halt. Fühlt euch nicht gezwungen, euch irgendwo reinzudrücken, reinzupressen, nur weil ich das vielleicht so vormache. Es soll lediglich als Inspiration dienen. Gut. Hätten wir das geklärt? Einmal unterschreiben bitte und dann zeige ich euch meine drei besten vorbereitenden Übungen für den Handstand an der Wand. Die erste Übung, und ich unterrichte sie in allen meinen Handstandklassen, ist das L an der Wand. Setzt euch dafür mit dem Rücken an die Wand und streckt die Beine aus. Da, wo eure Fersen landen, positioniert die Hände. Und dann wandert mit den Füßen die Wand nach oben, bis sich der Körper in einem ganz sauberen rechten Winkel befindet. In den meisten Fällen werdet ihr mit den Füßen wahrscheinlich so ein bisschen weiter nach oben laufen. Also holt euch hier gerne euren Partner dazu, der euch helfen kann und sagen kann, wie der Körper ausgerichtet ist. Die Hände sind weit aufgespreizt. Und die Handgelenke sollten sich jetzt direkt unter den Schultern befinden. Der Körper ergibt so eine ganz, ganz gerade Linie. Handgelenke, Schultern und euer Becken befinden sich allesamt auf einer Achse. Wahrscheinlich habt ihr hier so ein bisschen das Gefühl, ihr kippt nach vorne über. Dann sagt eurem Partner, er soll sich direkt hinter euch positionieren und ihr gerne etwas unterstützen, indem er euch am Becken stabilisiert. Und dann schiebt den Boden richtig kraftvoll nach unten weg und bleibt stark in den Schultern. Wenn ihr euch sicher fühlt, dann könnt ihr hier ganz langsam und kontrolliert ein Bein heben und nach oben strecken. Die Betonung liegt hier wirklich auf langsam und kontrolliert mit Konzentration und Spannung. Dann gerne mal die Seiten wechseln, das andere Bein nach oben bringen, Zehenspitzen zeigen nach oben, also die Füße sind gepointet. Und dann ganz langsam wieder auflösen, wieder runterwandern mit den Füßen. Und für ein paar Atemzüge in die Haltung des Kindes kommen. Die zweite Vorübung für den Handstand erfordert jetzt schon so ein bisschen mehr Kraft und vor allem Selbsteinschätzung. Wir wollen den Handstand üben, während unser Gesicht zur Wand zeigt. Wir wollen also rückwärts die Wand hochlaufen. Ich zeig's euch. Die Ausgangsposition ist der Liegestütz. Füße zur Wand. Und dann lauft mit den Füßen die Wand nach oben und lauft mit den Händen hinterher, sodass ihr der Wand immer näher kommt. Solltet ihr an einen Punkt kommen, wo ihr Angst habt oder keine Kraft mehr habt, um weiterzugehen, bitte bleibt. Dann ist das für heute eure finale Position. Wenn ihr mehr Kraft habt, dann wandert immer weiter und weiter, bis die Nase die Wand berührt. Denkt auch dran, dass ihr wieder zurück müsst. Also geht hier nicht ans Ultimum, sondern hebt euch noch so ein bisschen Kraft auf. In der Wall-Facing Handstand Position presst die Fußrücken so stark gegen die Wand, dass nichts anderes mehr die Wand berührt, außer die Füße. Saugt den Nabel ein, arbeitet an so einem ganz, ganz geradem Rücken, zieht die Schultern zu den Ohren. Sehr gut. Findet Spannung im gesamten Körper, auch die Finger sind weit aufgespreizt, presst auch die Fingerkuppen richtig in die Matte. Und dann kommt auch hier langsam wieder raus, lasst den Bauch dabei fest. Auch hier beim Herunterkommen nicht einsacken oder einstürzen, sondern ganz konzentriert wieder zurück in die Ausgangsposition kommen und in der Haltung des Kindes entspannen. Die Übung kannst du auch gern ein zweites oder drittes Mal ausprobieren. Die dritte und letzte Übung in Vorbereitung ist wieder eine Handstandposition an der Wand, aber diesmal ganz klassisch, also mit dem Blick von der Wand weggerichtet.
Allerdings möchte ich euch wegbringen von diesem Handstand aus dem Stand mit Anlauf gegen die Wand, wo man die Füße einfach irgendwie nach oben katapultiert. Denn hier benutzen wir nur wenig Muskelkraft und kompensieren das Ganze über unsere Geschwindigkeit. Ich würde euch empfehlen, den Handstand mal von unten aus aufzubauen, also mit den Händen am Boden. Bringt die Hände etwa schulterbreit auf den Boden. Der Abstand zur Wand beträgt mindestens eine Hand. Und dann versuche von hier aus nach oben zu schwingen. Stell dir dabei vor, dass erst deine Schultern über die Handgelenke möchten, dann dein Becken folgt und dann erst deine Füße. Also weg von dem Gedanken, Hauptsache die Füße in die Luft bekommen. Das ist unkontrolliert und ihr könnt euch und andere schneller verletzen. Das wollen wir nicht. Versucht hier ruhig so ein paar Mal euer Becken nach oben zu bringen und denkt erstmal gar nicht an eure Füße. Und erst nach so ein paar Versuchen nehmt eure Füße mit nach oben und bringt sie an die Wand. Versucht das mal so leise wie möglich. Ja, wir brauchen definitiv keine Löcher in der Wand und wollen unsere Nachbarn auch nicht stören. Versucht es ganz leise und konzentriert. Prima. Wenn ihr oben seid, dann bringt die Füße eng zusammen, zieht den Nabel wieder ran und stellt euch vor, ihr seid im Katzenbuckel oder in der Hollow Position aus dem Warm-Up-Video. Und dann könnt ihr gerne mit der Balance spielen und die Füße immer mal wieder von der Wand nehmen. Gern schnappt euch hier wieder euren Partner, der seine Faust zwischen eure Füße bringt. Dann presst die Faust so stark wie ihr könnt mit den Füßen zusammen und ihr werdet merken, ihr steht ganz ohne Unterstützung der Wand. Und dann versucht auch hier wieder ganz langsam und kontrolliert zurückzukommen und atmet kurz durch in der Haltung des Kindes. Ja, das waren meine drei besten Übungen in Vorbereitung auf den Handstand, die ihr an der Wand üben könnt. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, ich konnte euch Inspiration bieten. Und wenn ihr diese Übungen gut beherrscht, dann ist es natürlich Zeit, euch von der Wand zu entfernen. Geht von der Wand weg, übt den Handstand frei im Raum. Und ihr werdet merken, wenn ihr meine Ausrichtungstipps berücksichtigt und wirklich an dieser Core Stability, an dieser Rumpfstabilität arbeitet, dann werdet ihr auch sicherlich schnell gute Ergebnisse erzielen, wenn ihr wirklich einfach dran bleibt und übt, 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 übt. Meine Bitte an euch ist es, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich sage es auch nochmal, wärmt euch wirklich vor jedem Handstandtraining gut auf, damit ihr euch nicht verletzt. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Handstandserie gefallen. Ich freue mich sehr über euer Feedback in den Kommentaren. Wenn ihr die Übungen übt, verlinkt mich auch super gerne auf euren Instagram, Facebook-Bildern, damit ich sehen kann, wie ihr euch weiterentwickelt, wie ihr euch macht mit dem Handstand. Und ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Video und würde sagen, macht's gut!